Ein Hallihallöchen, hier ist euer Winnie mit World of Warships Legends. Ein Gameplay zu den japanischen Premium-Zerstörer, die Yugikaze. Ja, die Yugikaze ist ein T6 Premium-Zerstörer von den Japanern. Gibt's momentan zu erspielen, beziehungsweise in Klammern zu erkaufen zum Teil. In World of Warships Legends über den oder über das Weltraum-Event. Das heißt, ihr braucht einen Auftrag, mit dem ihr sag ich mal, Aufgaben machen könnt, um die Währung aus diesem Event zu bekommen. Und wenn ihr vom ersten Tag an einen Auftrag gekauft habt und jeden Tag oder jede Woche und alle 3 Tage die Aufgaben gemacht habt, könnt ihr euch sie mit einem Auftrag erspielen. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe da nicht so Bock drauf, mir gefällt das nicht so, dann könnt ihr euch oder müsst ihr euch alle 3 Aufgaben kaufen für jeweils 12.000 Gold und könnt euch sie dann so erspielen, die Diplone, und könnt euch dann den Kapitän holen. Diesen Zerstörer holen. Natürlich Fischi noch dazu, kommt man auch noch auf eine Summe, wo ihr sagen müsstet, entweder ich hole mir Kisten und ziehe Fischi da raus und die Tarnungen und so weiter und so fort. Also das, was ihr halt Bock habt, müsstet ihr dann halt für euch selber entscheiden. Also so könnt ihr an die Yugikaze kommen. Meinung zum Schiff ist auf jeden Fall, ich sag mal so, für T6 ist sie wirklich ziemlich OP, das muss man einfach sagen. Also wer sich sie nicht holt, ist auf jeden Fall selber schuld, weil man muss auf jeden Fall sagen, sie ist verdammt stark, was angeht mit den Torpedos an Damage zu drücken und natürlich mit Fischi noch anders. Das Ganze werden wir uns auf jeden Fall jetzt anschauen, wir gehen jetzt mal die Werte durch, gucken uns mal noch den Kapitän an. Und was man noch so Schönes tun kann. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Mods. Wir haben eingebaut Zielsystem Mod Nummer 1. Ihr könnt noch einbauen Hauptbatterie Mod Nummer 2. Als nächstes habe ich eingebaut Antrieb Mod Nummer 2. Ihr könnt noch einbauen Steuergetriebe Mod Nummer 2 oder Schadensbegrenzungssystem. Als drittes haben wir eingebaut Tarnungssystem Mod Nummer 1. Da könntet ihr auch Steuergetriebe Mod Nummer 3 oder Zielerfassungssystem Mod Nummer 1 einbauen. Da haben wir schon mal die Mods durchgearbeitet. Ich möchte euch jetzt auch nicht da so die ganzen Werte und so, sollte ja bei jedem klar sein. Na, das könnt ihr ja. Die Ausrüstung haben wir einmal hier die Sprenggranaten, panzerbrechende Granaten und natürlich die Torpedos. Dann Verbrauchsmaterialien haben wir hier einmal Schadensbegrenzungssystem, Nebelerzeuger und Motorboost. Hier unten haben wir wieder die ganzen Booster, um euch schneller die Erfahrungspunkte zu ergrinden. Kapitäns-EP, globale EP und Creditpunkte. Hier unten haben wir die Gefechtsbooster, um euch in dem Gefecht zu stärken. Einmal hier maximale Bewegungsgeschwindigkeit, Ladezeit aller Verbrauchsmaterialien kommt hier dazu und hier Reichweite der Hauptbatterie. Wie ihr euch die ganzen Booster erfahren könnt, gibt es auch ein Gameplay bei mir auf dem Kanal. Könnt ihr euch sehr gerne anschauen und euch ein bisschen informieren. Hier genauso dasselbe mit den Tarnungen. Könnt ihr euch Permanent-Tarnungen inzwischen bei World of Warships Legends erstellen. Wenn ihr sagt, mir gefällt die Permanent-Tarnung von der Yugikaze nicht, dann könnt ihr euch hier eine zusammenbasteln. Ansonsten haben wir hier noch die Flagge. Habe ich natürlich die Yahagi genommen. Die schaut nice aus. Mit den japanischen Bergen und den Fluss und hat halt so ein bisschen den japanischen Style, deswegen habe ich die auf jeden Fall genommen. Ja, ansonsten Flaggen bringen nichts irgendwie an Punkte, noch nicht. Mal sehen, ob das irgendwann reinkommt, dass die Flaggen irgendeinen Vorteil geben, werden wir auf jeden Fall mal sehen. Hupala, da sind wir weitergerutscht, das wollte ich noch nicht zeigen. Dann haben wir hier einmal Überleben, hat sie 22 Punkte. Trefferpunkte 13.590, Panzerung 6 bis 20 mm. Und da haben wir auch schon ihre Schwachstelle. Ihre Schwachstelle ist tatsächlich ihr Leben. Sie hat nicht viel Leben, also das ist wirklich ihr Schwachpunkt, sich mit anderen
legen ist schon ein wenig problematisch, werden wir aber noch im Gameplay sehen später, dass es halt wirklich ruckzuck gehen kann, dass die einfach weg ist. Dann haben wir hier einmal die Artillerie, 25 Punkte, 3x2, 127 mm, Feuerreichweite 9,7 Kilometer, Ladezeit 8,3 Sekunden, Dauer für 180 Grad Drehung 26,1 Sekunde. Sprenggranatenhöchstschaden 2150, Brandwahrscheinlichkeit 9%. Der AP-Granatenhöchstschaden beträgt 2200. Die Torpedos 2x4, 610 mm, Ladezeit 91,5 Sekunden, Dauer für 180 Grad Drehung 6 Sekunden, Höchstschaden ist 22.061, Torpedoerkennbarkeit zu See 1,8 Kilometer, Torpedoreichweite 9,3 Kilometer und Torpedogeschwindigkeit 84 Knoten. Na, wie gesagt, das mit den 84 Knoten, das hängt noch mit dem Kapitän zusammen, da kommen wir dann am Ende nochmal drauf. Manövrierbarkeit hat sie 79 Punkte, Höchstgeschwindigkeit 35 Knoten, Wenderadius 640 Meter und eine Ruderstellzeit 2,7 Sekunden. Tarnung hat sie 100 Punkte, Erkennbarkeit zu Wasser 4,8 Kilometer, Erkennbarkeit nach Abfeuern eines Hauptgeschützes 9,7 Kilometer, Erkennbarkeit bei brennendem Schiff 6,8 Kilometer, Erkennbarkeit zu Luft 2,5 Kilometer, Erkennbarkeit nach Abfeuern eines Hauptgeschütz 5,1 Kilometer, Erkennbarkeit beim brennenden Schiff 5,5 Kilometer und garantierte Erkennbarkeitsreichweite 2 Kilometer und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel 2,5 Kilometer. Hier haben wir die Panzerung, ist, sage ich mal, jetzt nicht so interessant wie bei einem Schlachtschiff, ne? Also, wenn man hier das jetzt ausschalten würde, hat man hier die Zitadelle. Und ein Zerstörer hat keine Zitadelle, sonst wären die halt instant down. Hier haben wir noch die Übersicht. Dank guter Verborgenheit kann sich das Schiff unentdeckt anschleichen. Großer Ertrag über durchschnittlicher Torpedoschaden. Die Yugikase war ein Zerstörer der Kakwero-Klasse, der während des Zweiten Weltkriegs bei der kaiserlichen japanischen Marine im Einsatz war. Sie war das einzigste Mitglied ihrer Klasse, das den Krieg überlebte. In Dienst gestellt 1940, Schiffe in einer Serie 19. Also das ist halt schon ein ordentliches Biest. Ne? Das werden wir im Gameplay noch sehen. Also das ist halt schon ordentlich heftig, dieses Teil. Und auch wenn man mal so näher ranguckt, sie hat auch schon recht, ich würde jetzt mal sagen, so wie das ausschaut, das ganze mittelmäßige Flugabwehr. Also es könnte tatsächlich ordentlich spaßig werden, wenn die Träger da sind. Ne? Also ein bisschen Flugabwehr hat sie auf jeden Fall schon. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was die Flugabwehr hergibt und wie das Ganze dann sich weiterentwickelt. Ja, ansonsten zum Kapitän habe ich den Fischi-Kapitän drauf. Er hat die Basisfähigkeit Raumgeschwindigkeit, Torpedogeschwindigkeit plus 3,8 Knoten, ist fast ausgebaut. Hat fast Max, mit Max-Stufe ist man dann bei plus 4 Knoten. Hier haben wir Erich Bell drauf, verbessert die Tarnung des Zerstörers, minus 5,4%. Und hier Raisio Tanaka für Torpedoschaden. Ja, das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Und hier habe ich auf jeden Fall drinne Unterwasserprojekt, Torpedogeschwindigkeit plus 4 Knoten, Ladezeit der Torpedowerfer minus 12%. Ladezeit der Hauptgeschütze des Zerstörers plus 10%. Dann zerbrechliche Bedrohung, Torpedosafari und hier unten rasante Fahrt. Ladezeit Motorboost minus 50%, Ladung Motorboost plus 2. Ne, um schneller voranzukommen, um schneller abzuhauen. Weil es auf jeden Fall bei ihr, wie gesagt, sie hat wenig Leben, werden wir uns nachher auf jeden Fall angucken. Und dann hier nochmal, ich will Tempo, wenn man in der Reichweite ist, dass man mehr Geschwindigkeit bekommt, plus 10% und Ladezeit Motorboost plus 1, also plus eine Ladung Motorboost, Ladezeit Motorboost minus 15%, Dauer Motorboost plus 15%. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Wie gesagt, bin ja auch momentan dabei, nach und nach auf YouTube-Kanal Skillungen hochzuladen,
von einzelnen Kapitänen, wenn der eine Sachen tut. Ja, ich würde mich da mal so ein bisschen informieren, welche Skillung oder welchen Kapitän kann man denn noch machen, wenn ich jetzt Fischi zum Beispiel nicht habe. So was halt von meiner Persönlichkeit her meine persönliche Empfehlung ist und euch das so ein bisschen wiedergeben möchte. Für die Neueinsteiger, dass sie auch so ein bisschen kleines bisschen besser zurechtkommen und so ein bisschen Erklärung und so weiter und so fort. Ja, ansonsten, wie gesagt, schaut doch mal bei den anderen Leuten auf YouTube, Twitch vorbei. Da gibt es einige, die auf jeden Fall auch regelmäßig streamen, wie zum Beispiel mit Berserker oder Chixer. Könnt ihr auf jeden Fall reinschauen. Das sind auch sehr nette Leute, die, denke ich mal, werden euch da auch so ein bisschen erklären können und helfen können, sofern sie halt das Schiff gerade besitzen oder die Kapitäne und so weiter und so fort. Na? Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir ins Gefecht und schauen uns das ganze Gerät mal an. Und werden wir mal gucken, was wir mit diesem Teil anstellen können. Und ich sag mal, bis gleich. So, da sind wir mit dem Gameplay zu der Yuikaze. Zu dem Premium-Zerstörer, den man sich übers Event, habe ich am Anfang gesagt, wie man sich das Teil auch spielen kann. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Gameplay. Ja, was gibt's Schönes zu sagen? Also sie macht auf jeden Fall auch von der Hauptbatterie her, macht sie auf jeden Fall sehr gut Damage, sage ich jetzt mal mit HE, auf andere Zerstörer. Sie kann sich schon recht gut zur Wehr setzen, es drückt ordentlich, werden wir jetzt auf jeden Fall auch sehen. Torpedos sind verdammt stark, also die 22.061 Schaden merkt man auf jeden Fall, auch die 84 Knoten merkt man. Also für T6 ist es schon, würde ich jetzt mal sagen, unnormal. Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr feines Schiff, lohnt sich auf jeden Fall, der schöne Zerstörer. Aber sie bekommt auch verdammt viel Schaden. Also man merkt es halt tatsächlich, dass man bei den japanischen Zerstörer ist es ja so oder so mehr so, dass man mehr über die Torpedos spielt, dass man mehr Turben tut, wie als mit der Hauptbatterie zu spielen. Weil wenn ich mit der Hauptbatterie spiele und wenn ich schießen tue, wenn ich einen gegnerischen Zerstörer sehe, gehe ich auf. Na, das heißt, ihr werdet auf jeden Fall dann beschossen. Das sollte man tatsächlich dann schon die Nebelwand zünden, um schnell wieder in Verborgenheit zu kommen und dann eher schon aus der Nebelwand herausschießen, wenn jemand anders spottet. Ansonsten würde ich auch nicht empfehlen, in der Nebelwand einfach drinnen stehen zu bleiben, weil wenn ein gegnerischer Zerstörer in die Nebelwand reinturbt, ihr habt nicht so eine schnelle Möglichkeit, wieder wegzukommen. Vor allen Dingen, wenn eine Yukikaze da ist, die schnelle Torpedos hat. Weil ihr müsst ja eure, ich sage jetzt mal, die Anfahrtszeit berechnen. Das braucht ein Stückchen, bis die aus dem Puppes kommen, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es tatsächlich nie zu empfehlen, in der Nebelwand drin stehen zu bleiben. Außer man spielt jetzt einen Kreuzer, wo man einfach in der Nebelwand drin stehen muss oder sollte. Der jetzt wirklich viel Schaden kassiert, wenn er frei rumfährt. Da gibt es einige von den Briten, einige, ich sage jetzt mal, leichte Kreuzer oder normale Kreuzer. Und es gibt ja die schweren Kreuzer, die keine Nebelwand besitzen. Da ist es wieder was anderes. Da sollte man tatsächlich in Bewegung bleiben. Und es gibt auch einige britische Kreuzer, da sollte man wirklich tatsächlich sehen, dass man dauerhaft in Bewegung bleibt oder mit Schiffen in der Nebelwand drin stehen bleibt, für die, wo es vorgesehen sind. Hier sehen wir es jetzt. Hier schießen wir mit der Sprenggranate auf den Zerstörer und wir sehen auch, wir drücken den auf jeden Fall recht guten Schaden, wenn wir den treffen. Ne, also, aber wir sehen auch, wir bekommen ordentlich Damage zurück. So, ja, wir haben hier eine ordentliche Schelle gedrückt. Bei der Fusuki, da haben wir auch einen Turm getroffen. Ne, wir sehen, die macht schon gut Schaden. Aber wenn wir getroffen wären, das tut ordentlich weh. Und deswegen muss man wirklich schnell sehen, dass man wieder in Bewegung kommt.
Ja, wir kriegen jetzt hier gerade einen ordentlichen Beschuss, dass man wirklich versucht, schnell wieder wegzukommen, schnell wieder in Verborgenheit kommen. Ansonsten ist man hier ruckzuck loder. Aber wenn man halt mit den Torpedos spielt, dadurch sie, sag ich mal, die 9,3 Kilometer Reichweite haben und die 84 Knotentorps, sind verdammt schnell und sie machen auch verdammt viel Schaden. Und für T6 hat man hier ruckzuck seine 100k Schaden zusammen. Und wenn man noch gut spielt und am Ende überlebt, kann man verdammt gut Money farm, sag ich mal. Aber sie macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ist auf jeden Fall ein Schiff, was auf jeden Fall zu empfehlen ist. Die Frage ist halt jetzt, der ein oder andere sagt, ja, die ist ziemlich okay. Na, der andere sagt, ja, geht so. Also für T6 ist sie auf jeden Fall sehr stark. Und wenn mal Arena ist oder gewertete Gefechte mit T6, wird das auf jeden Fall ein Schiff sein, was man auf jeden Fall gut spielen kann, da sie wirklich gut performt. Natürlich, wenn man jetzt im Gegnerteam einen Zerstörer hat, wie eine Ki, wie eine Monaghan, na, was jetzt eine Monaghan mit T5, oder vielleicht auch eine Fletcher im Team hat, ne? Also einige Amerikaner, da wird die Yukikaze auf jeden Fall aufpassen müssen, wenn da jemand dabei ist, der den spielen kann und der wirklich weiß, was seine Aufgabe ist, dass sie nicht, sag ich mal, in kürzeren ziehen könnte. Ne? Bei einer Key, bei einer Kit wird es sie auf jeden Fall wahrscheinlich in kürzeren ziehen, wenn jemand in der Kit drin sitzt, der sich damit auskennt. Weil sie bekommt, wie gesagt, ordentlich Damage. Das wird er auf jeden Fall selber sehen, wenn er sie spielt, dass sie wirklich gut Schaden kassiert. Wir hatten ja auch die Flugabwehr angeguckt bei der Yukikaze. Müssen wir mal gucken, wie es tatsächlich mal ausschaut, wenn sie da sind, die Träger, wie die Flugabwehr ist. Aber sie hat auf jeden Fall schon mal welche, das ist schon mal sehr gut. Und ja, hier sieht man halt einfach, dass man mit der Yukikaze schon sehr gut performen kann. Natürlich muss man aber auch sagen, die schnellen Torpedos sind nicht immer optimal, weil wenn jemand abbremst, dann sausen die auch mal ruckzuck vorbei. Ne? Aber für eine Nebelwand, um eine Nebelwand auszuturben, ist es auf jeden Fall schon recht gut, wenn da ein Kreuzer drin steht und die Torpedos schnellstmöglich zum Ziel kommen. Ja, ansonsten checkt auf jeden Fall noch die anderen Playlisten ab von mir mit den ganzen Kapitänen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, dass ich mit der Yukikaze noch ein paar Runden mache mit einem anderen Kapitän, um euch für die Leute, die jetzt nicht den Fischi haben, um euch dann auch so das Gameplay zu zeigen. Also das Grundgameplay bleibt eigentlich dasselbe, bloß die Torpedos werden ein bisschen langsamer. Und je nachdem, wie man halt den Kapitän geskillt hat. Ne, ansonsten wird sich da nichts groß ändern. Außer wenn mal ein Kapitän kommt, wenn es soweit ist, wenn die Träger da sind und es geht dann mit um die Flugabwehr. Wie gesagt, schaut, checkt die ganzen Playlisten ab. Da sind einige Kapitänsgelungen drinne. Momentan bin ich dabei, die noch aufzufrischen und für euch das Ganze ein bisschen aktuell zu halten, so dass ihr da auch mal nachschauen könnt, was hatten der Alles oder Nix oder der Winnie, was hatten der auf seinen ganzen Schiffen drauf, so könnt ihr es einblicken. Das sind alles Skillungen, wo ich persönlich von mir aus selber getestet habe und probiert habe, was mir persönlich viel Spaß macht, und das versuche ich halt der Community rüberzugeben. Vielleicht hat der ein oder andere da auch Bock drauf und am Ende gefällt es denen. Und dazu werde ich halt auch noch ein Gameplay zu der jeweiligen Kapitänsskillung machen, nach und nach. Wie gesagt, hauptsächlich bin ich halt auf Twitch unterwegs, Alles oder Nix unterstrich TV, und da könnt ihr aber auch sehr gerne reinkommen und nachfragen, ist kein Problem. Aber YouTube ist halt so, sag ich mal, nebenbei mehr, das für mich, damit ich das so dann, damit ich Zeit nicht immer 10.000 Mal erklären muss, wenn mir mal mehrere Leute sind. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, habe ich damit auch kein Problem, wenn ihr vorbeikommt auf Twitch und ich tue euch das da drin erklären. Mache ich auch sehr gerne oder euch auch zeigen, und warum mache ich das und jenes und dies. Ist auf jeden Fall kein Problem.
und das erspart mir halt einfach ein bisschen mehr Arbeit und ich kann halt auf die Videos zurückgehen und man kann halt immer wieder nachschauen. Na, oder wenn sich mal was verändert, kann man halt auch nachschauen bei den einen oder anderen, was man halt wissen möchte. Ja, das war es eigentlich schon von meiner Seite und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in World of Warships Legends. Habt schöne Gefechte und wer halt Bock hat auf die Yugikaze, holt sie euch. Ansonsten ja, halt eben nicht. Wie gesagt, Fischi, meine Meinung ist halt einfach, er ist schon fast ein Muss-Kapitän, den man einfach bräuchte, weil man kann ihn auch auf anderen Zerstörern nehmen. Das werden wir auch noch in den weiteren Gameplays alles so mitbekommen. Und da könnt ihr auch nachschauen, also wo ich dann auch halt sage, da spiele ich Fischi und dort spiele ich den. Irgendwann wird es so sein, dass ich dann auch die Kapitäne bei den jeweiligen Schiffen verlinken werde, so damit ihr halt seht, okay, da spielt er den Kapitän und bliblablo und ich kann nachschauen, was hat er da geskillt. Deswegen sind auch die Playlisten der Kapitäne da. Ja, wie gesagt, ansonsten viel Spaß in World of Warships Legends und viel Spaß mit der Yugikaze. Ich bin raus und ich sag mal tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal.